Seid gegrüßt, Gaming-Freunde, für eine weitere Folge von Ghost Recon Wildlands. Hier ist euer Don. Willkommen zurück. Wie ihr seht, habe ich das Auto ein bisschen schlecht zugerichtet. Ich bin hier über Stock und Stein gefahren. Wir gehen hier auf diesen unbekannten Ort zu und holen hier uns einmal ein bisschen Informationen für unsere nächste Mission. Ich habe natürlich nicht alles aufgenommen. So, wahrscheinlich, dass es zu langweilig ist. Ihr zuschauen könnt, wenn ich hier das Auto zurichte. Okay, so, Haus eines Sicarios. Interessant. Das ist auch schon hier oben, ne? Ein Sicario. Beim Lagereingang. Ja, das ist okay. Die Drohne ist oben. Da ist einer mit Maschinenpistolen. Hab ein drittes Ziel. Okay, das sieht aus, als wären es nur diese drei Knöpfe hier. Ich gehe in Position. Ich brauche eine bessere Position. Moment, so eine gute Schusslinie. Ich habe das Ziel. Roger, Ziel erfasst. Auf dein Zeichen, Boss. Oh, ja. Ziel getroffen. Okay, so hier gibt es noch einen, ne? Ihr Leutnant flieht. Ja, ich bin in uns nicht. Scheiße, die wollen hier lang. Roger, ich gehe in Position. Okay, einsamer Wolf. Roger, Ziel markiert. Ich nehme die Penner unter Feuer. Halt am Boden. Sauber. Ich glaube, der kommt nicht mehr, der Leutnant. Ist in diesem Fall auch nicht wirklich sehr relevant für uns, denn wir brauchen in erster Linie mal die Informationen. Dieses Dokument erwähnt einen Unidad-Hauptmann, der Gefangene von Juri und Polito verhören lässt. Der weiß, wo unsere Turteltäubchen stecken. Aber er sitzt im Unidad-Stützpunkt. So, mal sehen. Okay. Und ja, hier gibt es recht ziemlich viel zu tun hier, ne? Nichtsdestotrotz. Ein namens Fuentes hat mit Juri und Polito gearbeitet. Verhören Sie Fuentes. Mal sehen, was er uns sagen kann. Okay, Karen, machen wir.
So, Jungs, alle rein. Bin drin, los geht's. Okay, die anderen zwei kommen dann schon nach. Okay, das Autofahren ist nicht mehr wirklich angenehm hier, aber es ist okay. Bereit? Feuer, Feuer, Feuer! Roger, fuck, greife an! Gut gemacht, räumen wir auf und dann weiter. Okay, Bro. Moment, ich fahre. Hi mit dir. Okay, dann bleibst du halt hier. Das ist der Grund, warum man eigentlich auf seiner Spur bleiben sollte. Feuer! Okay, die Luft ist rein. Kommt rein in die gute Stube, Jungs. Stehen bleiben. Scharfschütze, oben auf dem Turm. Und das macht drei. Schauen wir uns ein bisschen um. Scharfschütze im Turm. So, als erstes. Geh in Position.
Suche eine gute Position. Sekunde, geh in Position. Ziel markiert. Roger, Ziel erfasst. Bereit für den Angriff. Tango getroffen. So. Die Scharfschützen sind wir mal los. Fürs Erste. Das ist der Stützpunkt der Unidad. Wir suchen nach dem Hauptmann, der mit Juri und Polito in Kontakt steht. Wir brauchen das Ziel lebend. Verstanden. Hua. Drohne fliegt. Da ist ein Tango. Zivilisten aber auch. Das macht 5. Ich sehe ein Tango. Da stehen noch andere rum. Oh, die Frage ist, wie kommen wir hier rein? Na bitte. Okay, sehe den Unidad-Hauptmann. Okay, der darf uns nicht abhauen. Hier ist eine Waffenkiste. Passt gut zu meinen Stiefeln. Ja, nicht nur das. Die werden dich sehen, warte. So, die Idee ist, okay, das geht wohl nicht, aber Silencio, Marche. Soldas. Wie läuft's so, Drecksack? Pendejos. Ihr seid tot. Nein, sind wir nicht. Mierda. Ihr könnt mich auch gleich umbringen. Ich rede nicht, Carajo. Ganz wie du willst. Aber bei sadistischen Fickern wie Juri und Polito hängst du vielleicht als Nächster von der Decke. Man kann ihnen nicht trauen. Wär besser, wenn ich sie aus deinem Leben streiche. Ich bin keine Ratte. Aber scheiße, ja. Ich habe Angst. Aber sie sind gar nicht in Itaqua. Dann lock sie nach Itaqua. Sag, du hättest ein Paket.
Oye, Polito. Ich habe hier einen Lamm für dich. Un borrego. Vale. Okay, so, das war es für diesen Einsatz. Und zwar war das Armadillos Kommandant. So, was es hier noch gibt, hier sind noch das sind keine Unidad, das sind Rebellensoldaten, die wir befreien können. Hier gibt es noch eine Schatzkiste, eine Waffenkiste, und hier gibt es noch ein paar Unidad-Soldaten, um die wir uns gleich kümmern. Da unser Pärchen wieder nach Itakua zurückkehrt, müssen wir nur noch herausfinden, wo genau sie hinwollen. Die Unidad zieht ab, wir können weiter. Hemos localizado la última posición conocida del enemigo, pero han desaparecido. Comenzando una nueva búsqueda ahora mismo. Siguen en nuestro perímetro. So, mal sehen, das funktioniert. Du fliegst auf, bleib zurück. Okay, wir könnten auch ein anderes Spiel spielen. Position. Ich brauche eine bessere Position. Moment, Ziele fast. Bin dein Zeichen, Boss. Verdammt, der Kerl ist tot. Sie sehen ein bisschen nervös aus. Lassen wir die ein bisschen hier. Setze Drohne ein. Ein bisschen. Geh in Position. Ziel markiert. Suche eine gute Position. Sekunde, geh in Position. Roger, Ziel markiert. Bereit für den Angriff. Ich nehme die Penner unter Feuer. Gegner tot. ¡Mierdas!
Los enemigos siguen cerca. So, komm raus. Intrusos en la zona. Actividad enemiga detectada en nueva posición. Los voy a encontrar. Die Frage ist, wo bist du? Detecto movimiento. Ich gehe in Position. Und wahrscheinlich ist der letzte noch hier drin. Ich hab das Ziel. Umgelegt. Gut. Einmal rundum laufen. Siguen por aquí los americanos. Das war nicht Sinn und Zweck. Hemos enviado refuerzos a su posición. Acaben con el enemigo. So, was wir noch kurz machen hier. A todas las unidades, comiencen el ataque. So, holt euch dieses Zeug hier. No hay actividad en la última posición enemiga conocida. Comenzando la búsqueda. So, was mir noch fehlt, ist dieser hier. Die Waffenkiste. Okay, die hole ich aber noch offline. Los enemigos siguen cerca. Jetzt warten wir noch, bis die Unidad-Patrouillen weg sind und dann beenden wir noch hier das Video. Siguen por aquí los americanos. En
indica que no hay nada que reportar por todas el momento. Las unidades pueden la búsqueda de los enemigos. No problem. Alles ist gut. Las tropas hostiles abandonaron esta zona. Todas las unidades salgan del servicio. Okay, so dann, das würde ich sagen, schließen wir hier ab für die Armadillos-Kommandant.